Sie kamen ganz gemütlich angeritten. Und ohne ihre Pistolen und Masken hätte ich gedacht, sie seien ganz harmlos. Dann haben sie gesagt, weder euer Geld noch euer Leben. Ja, sowas Ähnliches. Wir wollen nur das Geld der Regierung sehen. Und dann haben sie sich den großen Sack geholt, der unter dem Kutschbock versteckt lag. Der vermutlich die Steuergelder aus Dijon enthielt. Und dann sind sie verschwunden, wie sie gekommen sind. Aber woher wisst ihr das so genau? Vielleicht ist er dabei gewesen.